Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, wir wollen mal heute einfach unsere Fahrt fortsetzen. Wir haben noch einiges an Kilometern vor uns, um das Holz abzuliefern. Wir fahren in den Tag hinein. Wir werden irgendwann, mal gucken, wann das soweit sein wird, dass wir schon wieder schlafen müssen. Oh, Jessicat, Jessicat, Jessicat. Da hat es ein Update gerade gegeben, was die Mod angeht, hier BDF Traffic. Und dann hast du sowas da. Jei. Da fehlt definitiv eine Textur, ist falsch oder gar nicht zugeordnet. Muss ich mir eigentlich die vorangegangene Version wieder reinspielen. So, 2215 Kilometer noch. Wir machen es so wie die anderen Tage auch. 15 Minuten reguläre Zeit, dann fangen wir an, Parkplatz zu suchen. Das dauert eben so lange, wie es dauert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch wieder schlafen müssen. Bei dem da vorne scheint es mit den Texturen zu passen. Junge, Junge, da modernisierst, nee, da aktualisierst, modernisierst, da aktualisierst du eine Mod. Und ja, das war jetzt mal keine Glanzleistung, würde ich behaupten. Da vorne ist schon wieder so ein Fehler. Ja, dann fliegt der wieder raus. Dann kommt der Alte da wieder rein. Ganz ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Dann kommt da die Vorgängerversion wieder rein, weil das ist Müll. Schon der zweite jetzt. Innerhalb von. Lass mal auf den Timer gucken. Innerhalb von 2 Minuten, 2,5 Minuten. Junge, Junge. Dann packe ich da die alte erst wieder rein. Also die alte Mod. Die alte Modifikation, so rum. Nicht, dass einer denkt, ich sei frauenfeindlich oder sowas. Nee, 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 nee. Der ist auch nicht okay. Da fehlt auch die Chromtextur fehlt. Chrom- oder Alutextur. Ich meine, das ist mir bei dem letzten nicht aufgefallen. Dem fehlt auch schon wieder was. Eieieiei. Wir machen mal gerade Folgendes. Mit 3 Minuten weg. Pass auf, bei 5 Minuten mache ich einen Cut, da vorne ist der nächste. Bei 5 Minuten mache ich mal einen Cut und schau mal, ob ich die alte Mod wieder finde, also sogar zwei nächste. Ob ich die alte Mod noch wieder finde, ob die doch eigentlich schon, die müsste im Mülleimer sein. Dann tausche ich die mal aus. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. 5 Minuten deshalb, dann kann ich das besser abplanen. Und du musst nicht so viel rechnen. Wie viele Minuten hattest du denn jetzt? Deswegen gucken wir ganz exakt. Dann gibt es einen kurzen Cut und dann sind wir wieder da. So machen wir es. Oder das Ding beißt sich mit einer anderen Mod. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Na, ich denke, da ist eine Texturzuweisung falsch. Da ist der nächste. Ich meine, die fallen ja schon vom Weiten auf. Die Farbe schreit ja zum Himmel, ne? Kurzen Cut gönne ich mir dann mal. Wir fahren da vorne auf dem bleiben an der Schranke stehen. Und ja, das haut dann auch in etwa hin. Ein paar Sekunden kommt es nicht drauf an. Das ist eine Mautstation. Ich fahre jetzt hier mal
absichtlich auf so einen Trigger. So. Kurzer Cut von mir, wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Motor wieder angeschmissen. Und was mir jetzt gerade auffällt, ich habe mich direkt eingeloggt, dass wir hier jetzt keinen Cent bezahlt haben. Egal. So, da vorne haben wir jetzt schon die erste BDF-Probe. Wir gucken uns die mal an, ob uns da noch was auffällt. Ich habe jetzt die alte Version wieder drin. Lego, okay. Ja, das sieht wesentlich besser aus, ne? Da ist der zweite, dritte. Das heißt, das Update von der Mod war ein schlechtes Update. Müssen wir das mal weiter beobachten? Aber schön, dass man so kostenlos durch die Mautstation kommt. Auch nicht schlecht. Gut. So. Ja, es sieht viel besser aus. Seht ihr das? Da ist keiner mehr dabei, der irgendwelche Grafikfehler hat. Ja, ich glaube, damit ist das eindeutig, würde ich mal behaupten. Ups. So. Ja, nicht jede Modifikationserneuerung ist eine gute. Also da wurde definitiv gefuscht. Und jetzt sieht das alles wieder gut aus. Jetzt entdecke ich auch keinen Fehler mehr, dass irgendwem da was fehlt. Das hatten wir ja eben ständig, ne? Gut, gut. So, wir haben aktuell, wir haben Sonntag, wir haben den 9. Juni, wir haben 19.27 Uhr, Tag der Europawahl. Ich habe eben nur so ein paar Prognosen gesehen. Ich bin gespannt, wie das Wahlergebnis aussieht, aber so den Prognosen nach dürften die Grünen ja wohl mal ja, die richtige Klatsche kriegen, obwohl, ganz ehrlich, das wird die auch nicht weiter jucken. Die machen, werden weitermachen wie bisher. Wobei mir da ja mal in den Sinn kommen müsste, wenn ich ein denkender Mensch bin, mit Hirn im Kopf wohlgemerkt, ne? Dass ich die nächste Klatsche dann bei der nächsten Bundestagswahl kriege, oder? Und irgendein Kanal hatte da nochmal zusammengefasst, keine Ahnung, ja, was die so in der Zeit so von sich gegeben haben, ne? Und dann bei Twitter müsste, Twitter bzw. X müsste mal gucken. Die ganzen, ne? FDP wirbt dafür, nicht die AfD zu wählen und so weiter. Und die kriegen einen Shitstorm ab, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht verkneifen, da was drunter zu schreiben. Einer schrieb dann, ja, man müsste den, wie war das? Den AfD-Traum beenden. War, glaube ich, SPD hat gesagt, nein, man sollte lieber den Ampeltraum beenden, das wäre gescheiter. Und bei der FDP hier die Strack-Zimmermann. Ja, nee, ganz ehrlich. Wahrscheinlich werden sie das alles löschen. Aber ganz ehrlich, da werden die sich ja keinen Kopf drum machen. Da werden die ja von hier bis zur Tischkante denken, wenn überhaupt. Und soweit reicht es ja bei denen nicht mal. Ich bin gespannt jedenfalls auf das Endergebnis. Ich meine, warum jetzt alle dann wieder CDU wählen, ist auch fraglich. Das sind. Ja, aber das. Ah, oh, nee. Die Leute denken einfach nicht nach. Die glauben diesen ganzen Schmiersinn von den Medien. Im Übrigen, es könnte sein, dass es ja auch den GEZ-Beitrag an den Kragen geht, ne? Da hatte eine Dame aus Bayern geklagt, die scheint wohl ein bisschen Geld auf der Tasche zu haben, dass sie das nicht bezahlen würde, weil
sie die Programmvielfalt nicht sieht und vor allen Dingen, weil auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht neutral berichtet. Siehe ja die ganzen Hetzkampagnen gegen die Blauen und so weiter und so fort. Ne? Es ist, ist ja so, wie es ist. So, das Gericht zweite Instanz hat das Ganze abgeschmettert. Sie müsste das bezahlen. Da hat sie gesagt, okay, dann gehe ich eben eins weiter. Denn es gibt ja mittlerweile auch Studien, dass die öffentlich-rechtlichen ziemlichen Linksdrall haben. Und bei diesen ganzen Hetzkampagnen ja auch noch fleißig mitmachen. Das hat ja mit Neutralität, so wie es im Rundfunkstaatsvertrag steht, ja nichts zu tun. Muss man ja mal ganz klar so sagen. Ja. Wenn ich neutral bin, dann behandle ich alle gleich. Und das tun die ja bei aller Liebe nicht. So, jedenfalls geht das Ganze jetzt, ich glaube, in die dritte Instanz. Das landet hier in Potsdam. Potsdam hat die Revision zugelassen. Ja, das heißt... Nochmal! Alter. Genau. So nämlich. Wenn ich hier rein will, will ich hier rein. Dann hast du nicht recht zu überholen. Ganz einfache Kiste. Womit wir wieder beim Thema Verkehrsregeln wären, ne? Die überholen ja, wo sie wollen. Deswegen, warum soll ich mich da an irgendwelche Regeln halten? Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, und dann geht das jetzt weiter. Und es liegen ja auch entsprechende Studien vor und so weiter und so fort. Und dann muss man mal gucken, weil die halten sich ja partout nicht an den Vertrag. Und ich glaube, ich meine, es wäre damals auch so gewesen, dass man gesagt hat, es dürfen keine Politiker oder dergleichen im Aufsichtsrat sitzen. Und das tun sie ja sehr wohl, ne? So, 8.59 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Bettchen da oben jetzt rot wird, dass wir wieder eine Runde schlafen müssen. Das werden wir heute aber wie folgt machen. Ich habe ja eben einen Cut gesetzt bei 5 Minuten 30, 5:24 waren es, glaube ich, egal. Und wir werden gleich einen Parkplatz suchen und dann bei Bedarf auf dem schlafen. Das heißt, diesen hier, den lassen wir jetzt noch ganz eiskalt rechts liegen, also in diesem Fall. Ne? Und dann gucken wir. Ja, mein Nachbar kam heute auch an. Heute Morgen stand draußen, ja, ob ich schon wählen gewesen wäre. So, ja, habe ich alles schon erledigt. Ja, er hätte auch die Blauen gewählt. Und das sind auch immer mehr. Sagt er auch, also wie verblendet manche immer noch sind. Das ist unglaublich. Ich weiß, ich mache mich jetzt wieder bei einigen unbeliebt, aber das ist mir egal. Ich kann nicht. Ich darf ja meine eigene Meinung haben. Ich meine, ganz ehrlich, ob sie es besser machen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber auf der anderen Seite, schlimmer als das, was die Ampel da im Moment abliefert, kann es nicht mehr werden. Hier der Börsenchef sagt ja, Deutschland entwickelt sich zu einem Entwicklungsland. Die Welt lacht doch über uns, ganz ehrlich. Das nimmt doch keiner mehr ernst. Ja, demnächst, wenn du in Urlaub fliegst, danach keine Ahnung was, ja, die lachen dich doch aus, wenn du denen erzählst, wo du herkommst. Wo kommst du her? Aus Deutschland, aus dem Kasperltheater. Ja, wir sind alle nur Marionetten. Aber ich habe schon gesagt, meine Tante ist auch so eine, die das nicht rafft. Die auch nicht nachdenkt und... Sie meinte dann, der Höcke sieht aus wie A.H. Na, der alte A.H., nicht der Hofreiter. Panzer-Toni. So, das Bettchen ist rot. Wir haben gleich die 10 Minuten rum. Also 15 jetzt insgesamt. 10 Minuten nach dem Cut. Bedeutet, wir fahren hier nochmal durch die Mautstation und der nächste Parkplatz wäre dann unser. Ich denke mal, bis dahin sollte es noch reichen, ohne dass großartig was passiert.
Genau, mit den BDF-Brücken scheint es ja jetzt mit der alten Mod wieder hinzuhauen. So. Sie werden müde, finden Sie eine Parkmöglichkeit. Naja, ich hoffe, ihr bietet mir eine Parkmöglichkeit. Das ist ja immer so das Wichtigste. Wenn ich die nicht habe, kann ich müde sein, so viel wie ich will. Ich werde nicht zum Schlafen kommen. Ja, und wenn wir jetzt 9 Stunden haben, wann kommen wir raus? 19 Uhr. Toll. Das heißt, nächste Folge wird dann mal wieder eine Nachtrunde. Ich weiß nicht, man schafft es irgendwie in diesem Simulator mehr nachts zu fahren als alles andere. Genau. Versuchen Sie eine Parkmöglichkeit zu finden. Das ist jetzt blöd. Hier gibt es keine. Und wir könnten, warum hat der einen gelben Kühlergrill gehabt? Man könnte ja irgendwo am Rande einfach stehen bleiben. Das sah doch auch nach einem Texturfehler aus, oder? Hoppala. Das war ein getuntes Auto. Das kann natürlich auch sein. Es ist so toll. Finden Sie eine Parkmöglichkeit? Ja. Ja. Muss man nichts zu sagen. Übrigens, mit einer Kanalmitgliedschaft könnt ihr Videos, die im Voraus produziert sind, direkt nach dem Hochladen anschauen. Ja, muss die Karre so. So einer ist uns doch eben schon mal entgegengekommen. Was ist der Vorteil davon? Andere Vorteile gibt es nicht. Im Moment noch nicht. Mal gucken, was man da später mal reinbaut. Und was wollte ich denn noch gesagt haben? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Müsste den eigentlich, wenn ich ihn sehe, so einen blauen mit so einem gelben Kühler, den müsste ich eigentlich dann mal ausbremsen. Will wissen, was das für eine Karre ist. Egal, ob es dann LKW-Schaden gibt oder nicht. Zeit. Ja, macht nichts. Außerdem habe ich die Ampel nicht überfahren, die steht da noch. Muss jetzt ein bisschen sputen, damit wir irgendwo möglichst schnell hoffentlich einen Parkplatz finden. Das ewige Dilemma. Und im Zweifel würde ich hier tatsächlich ein bisschen mogeln, glaube ich, und dann einfach mal, damit wir die Karre nicht vollends kaputt fahren, die Strecke mit der Flycam abfahren und dann den nächstmöglichen Parkplatz dann nehmen, der uns da irgendwie begegnet. Es würde uns ja hier so eine Schlafmulde irgendwie reichen. Das muss ja nichts Wildes sein. Aber hier wird erstmal nichts kommen. Hoppala. Und dann auf Serpentinen. Wunderbar. Gut, im Zweifel stehen wir auf irgendeiner Kuhwiese, ne?
fahr doch schneller, du Pfeife. Immer dieses Ausbremsen, ey, ganz ehrlich. Konnte ich nicht sehen, war vor meinem Kühler verschwunden. So, hier sind wir jetzt in einem Ort. Warum gibt es hier jetzt nicht irgendwie ein kleines Hotel oder sowas? Er macht nämlich gleich die Deckel zu. Dann hat sich das Thema erledigt. Ich hasse es, ganz ehrlich. Das hasse ich wirklich. Sollst schlafen und kannst es nicht. Und man könnte jetzt an dieser Stelle ja auch das, das einbauen, was man im Multiplayer hat. Nämlich, dass man eben nicht schläft, sondern dass man hier mal eine Tasse Kaffee trinkt oder sowas. Ich fahre hier einfach jetzt gleich mal geradeaus raus. Weil das hat jetzt, macht jetzt wirklich keinen Sinn. Dann können wir im Übrigen auch gleich tanken. Weil sonst haut das nicht hin, das wird nichts. Wir werden aber erst schlafen und dann später tanken. Ja, liebe Leute, das soll's dann aber auch für heute gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da, kostet euch gar nichts. Ich rede nicht vom Premium-Abo, sondern für diesen Kanal. Lasst ein Däumchen da, einen netten Kommentar. Und wir sehen uns dann morgen früh in alter Frische wieder. Und dann sind wir garantiert, das gucken wir jetzt noch eben, im 19 Uhr Bereich. 20. Ja, sag ich ja. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.